Einer der großen Namen, die ich vorhin genannt habe, war ja Helmut Schmidt, unser früherer Bundeskanzler. Und dem wird ja nachgesagt, dass er mal gesagt habe, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nun, Sie, Dr. Starke, sind ja Facharzt für Allgemeinmedizin. Aber um meine Visionen soll es jetzt nicht gehen. Was ist denn Ihre Vision davon? Wo sollen wir in 10 Jahren stehen mit diesen beiden Nummern? Wir sollen zunächst mal einfach auch einmal festhalten, die gesellschaftlichen Veränderungen, veränderte Anspruchshalten auch der Bevölkerung, die machen erforderlich, dass wir alles quasi nur gemeinsam schaffen können. Das ist einfach mal ganz wichtig. Und Herr Paquet hat da die schönen Schiffe gezeigt. Und dazu muss ich sagen, ich kenne mich aus mit Schiffen als Ostfriese, wenn ich auch in Hessen wohne, muss ich sagen, auf dem Schiff fährt in der Regel keiner ganz alleine. Natürlich gibt es auch einsame Segler, die alleine durch das Meer fahren, die vielleicht weniger sozialisiert sind, das weiß ich nicht. Aber in der Regel fahren auf den Schiffen viele Menschen. Und der Kapitän ist zwar immer die herausragende Mannschaftsfigur, aber insbesondere, wenn es um mehrere Tage geht, nicht der wichtigste. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns einfach hier auch mal klar machen, dass jeder seine Rolle hat. Und zwar seine Rolle, in der er auch am besten arbeitet. Und ich glaube, das ist einfach mal schon mal wichtig, überhaupt zu wissen. Wir sitzen zum 5. Mal hier zusammen. Das ist schon mal gut, dass wir miteinander reden, denn das haben wir verlernt. Wer weiß schon, was die Feuerwehr, was der Rettungsdienst überhaupt machen kann? Das scheint für viele so ein Hol- und Bringedienst zu sein. Und das ist es nicht. Ja, das sind hochqualifizierte Leute, die, wie Sie, dort ihre Arbeit machen. Und das finde ich mal einfach mal ganz wichtig, festzustellen, dass wir jeder haben wir unsere Aufgabe zu erfüllen und wir können die Zukunft nur meistern, wenn wir die gemeinsam machen. Die Vernetzung von 112 und 116, 117, das ist etwas Selbstverständliches, wird auch nicht nur in Schleswig-Holstein machen, wir auch, dass wir sozusagen auch die Patienten in die ambulanten Einrichtungen bringen. Das sind einfach mal schon mal besonders wichtige Sachen und wir müssen uns auch kennenlernen. Das kennen wir uns noch gar nicht. Denn wenn ich auch einen Patienten übergebe, auch das ist ein ganz wichtiges Kriterium, muss ich auch wissen, an wen ich den übergebe und ob derjenige, der jetzt diesen Patienten am Bein hat, auch ihn so versorgen kann, wie ich es mir vorstelle. Dazu brauche ich aber auch ein Wissen, dafür brauche ich eine bessere Transparenz. Und das sind, denke ich mir, zwei Schlagworte, die Vernetzung, die Transparenz oder drei Schlagworte, die Teamstruktur. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge, wo wir in den nächsten wenigen Jahren hinkommen müssen. Aber ich glaube, gute Ansätze sind schon gemacht. Das heißt, wenn ich versuchen darf, zusammenzufassen, Ihre Vision ist ein Team aus Teams. Nochmal bitte. Ein Team aus Teams wäre dann die Idee. Sehr schön. Hol- und Bringdienst hatten Sie gerade schon angesprochen, Herr von Kaufmann. Sie hatten ja vorhin auch schon ein paar Beispiele mit den Plakaten gebracht. Spielt das in Ihrer Vision davon, wie es in 10 Jahren aussehen soll, eine Rolle? Sie hatten ja gesagt, man kann von denen ja auch lernen. Ja, ganz bestimmt. Ich glaube halt einfach, dass wir in vielen Bereichen es jahrelang haben auch schleifen lassen und wir da jetzt aufholen müssen. Das ist ein ganz großes Problem, weil es ist auch jetzt gerade auch mit setze ich Notfallsanitäter statt Ärzte ein? Was will ich überhaupt noch auf den Krankenwagen sitzen haben? Wir brauchen mehr Ärzte, wir brauchen keine Ahnung was. Das sind ja Themen, die wir nicht jetzt neu entdecken. Die wissen wir eigentlich schon sehr lange, wir haben sie halt nicht mitgezogen und mitfinanziert. Also das ist auch das, was ich gemeint habe. Personal aufzubauen, auszubilden und einzusetzen, dauert halt seine Zeit. Und ansonsten, ich muss Ihnen recht geben, also wir kennen keine komplexen Wasserfahrzeuge. Das Wildeste, was ich kenne, ist ein Isarfloß. Das funktioniert deutlich leichter und meist ohne Kapitän. Aber Sie haben vom Grundsatz her recht und ich glaube, wir haben das zusammen in der Spezialisierung auch, die wir da mitbringen, ist das Relevante. Und das ist auch was auffällt in der Struktur einer Leitstelle oder einer Organisation, dass wir ja ständig mehr über Professionalisierung und Spezialisierung reden. Und wir auch von den technischen Systemen immer mehr dahin gehen können, dass wir die vernetzen und mit Schnittstellen bearbeiten können. Das hilft uns sehr viel, dass wir in unserem eigenen Bereich vorwärts kommen und uns entwickeln. Und ich glaube halt, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir miteinander reden und das Gesamtsystem, also letztendlich den Prozess dahinter und die Strukturen, wie wir miteinander umgehen wollen, da müssen wir ran und die verbessern. Herr Lang, wo sehen Sie 112 und 116, 117 in 10 Jahren? Ja, wir hatten das schon kurz am Telefon miteinander besprochen. Ich bin ja ein recht stringenter Vertreter Aus dem Urlaub muss ich noch dazu sagen. Das finde ich ein super Einsatz. Ja, das war mir aber eine Freude. Das. Ein recht stringenter Vertreter der Meinung, dass
wenn wir eine Verzahnung miteinander machen, das über eine Leitstelle regeln sollten. Dass also die Goldlösung zum Beispiel wäre, eine gemeinsame Leitstelle 11.6, 11.7, 112 zu haben. Dann hätten wir vielleicht die Silberlösung, das wäre dann die Schnittstellenlösung mit aufeinander abgestimmten Prozessen. Und ich sehe keine Bronzelösung, denn so wie es jetzt ist, das hat keine Medaille verdient. Das ist einfach so. Wir lösen aber unsere Probleme nicht, wenn wir die Dinge dahinter nicht anfassen. Wenn wir zum Beispiel sagen, es wurde ja hier zum Teil schon angesprochen und man kann es ja dann auch mal so in einer gemeinsamen Position zusammenführen, dass wir sagen, die Leitstellen müssen gegenüber den niedergelassenen Ärzten, zumindest was die Fahrtrouten betrifft und die Einsatzzeiten betrifft, weisungsbefugt sein. Wir müssen wissen, wann ist wer wo und wann werden die Patienten versorgt. Natürlich greifen wir nicht in die ärztliche Behandlung ein, sondern wir wollen die Abläufe kennen und mitgestalten können, weil wir nur so effizient Hilfe leisten können und so vermeiden, dass der Patient wieder und wieder und wieder anruft. Wir können sagen, in einer Stunde hast du zum Beispiel Hilfe. Zweite Geschichte, es ist natürlich auch wir, die 112-Seite muss gucken. Wir haben jetzt einen Notarzt-Indikationskatalog, der ist, ich weiß nicht, wie alt ist der, 25 Jahre vielleicht, sollte mal überarbeitet werden. Und die Frage ist auch, um die Schnittstellen zu schärfen, wann ist es ein Fall für den niedergelassenen Arzt, wann ist es ein Fall für den Rettungsdienst, braucht man nicht einen bundeseinheitlichen Katalog für Rettungstransportwagen? Und dazu kommen dann eben die weiteren Dinge, die Leitstellen brauchen, wie Zugriff zum Beispiel auf Gemeindenotfallsanitäter. Vielleicht müssen wir den KTW auch mal ohne Verordnung disponieren können dürfen und bekommen das finanziert. Und solche Geschichten gehören eben auch dazu. Also nur die Leitstelle zu betrachten, ist zu kurz gesprungen. Vielen Dank. Wir werden auf das Thema gleich noch eingehen. Herr Starke ist nämlich schon in den Startlöchern, um was zu erwidern, habe ich den Eindruck. Aber ich würde gerne Herrn Dr. von Stillfried noch mit reinnehmen. Sie können ja auch mal in die Zukunft blicken für uns. Wo stehen wir in 10 Jahren, wenn alles nach Ihrer Sicht gut läuft? Na, ich denke, wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten sozusagen mit sehr viel Ressourcen, zusätzlichen Ressourcen von Jahr zu Jahr in diesem Bereich der Akut- und Notfallversorgung gearbeitet. Und ich glaube, dieser Trend kann sich in dieser Form nicht fortsetzen. Es gibt das Personal nicht, es wird auch mit den Mitteln, Finanzmitteln schwieriger werden, die Variante sozusagen einfach immer mehr Ressourcen bereitzustellen, um auf die gewachsenen Bedürfnisse zu reagieren, die steht, glaube ich, in dieser Form nicht mehr zur Verfügung, sodass wir uns darüber Gedanken machen müssen, mit welchen effizienteren Lösungen wir denn arbeiten können. Und dazu gehört aus meiner Sicht das von Herrn Starke schon angesprochene Rollenverständnis zu präzisieren und der Frage nachzugehen, wie können wir denn mit den verfügbaren Ressourcen die Reichweite für die Akut- und Notfallversorgung möglichst vergrößern. Und ich glaube schon, dass wir immer noch sehr viel Potenzial haben, zwischen dem Notfall und dem Akutfall besser zu unterscheiden, den Versuch zu machen, mehr in Richtung der Akutversorgung zu steuern und auf die besonderen Bedürfnisse in der Akutversorgung Antworten zu haben. Der Gemeindesanitäter ist ja schon angesprochen worden. Ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, der sicherlich geeignet sein kann, in einer Großstadt wie Berlin beispielsweise, die vielen Fälle, die den Rettungsdienst sozusagen als allgemeine Lebenshilfe nutzen, in vielen schwierigen Lebenslagen und das immer wieder wiederholt zu tun, der Rettungsdienst trotzdem genötigt ist, dort zu erscheinen. Ob er sozusagen die richtige Antwort ist, die Frage der vielen Akutbedarfe zu lösen, da hätte ich Zweifel. Und da unterscheide ich mich auch von meinem Vorredner. Ich glaube, wir brauchen eine ganz klare Aufgabenstellung für die 11.6, 11.7 in der Akutversorgung. Die Reichweite wird gesteigert werden. Da Herr Giebes hat schon angesprochen, die Digitalisierung wird uns da, glaube ich, helfen in Richtung eines Direktzugangs auf digitalem Wege, der auch sozusagen die Telefonbeanspruchung reduzieren kann. Ich glaube, wir werden sehen, dass die digitale Fallübergabe zwischen der 11.6 11.7 und der 112 in beide Richtungen
geeignet sein wird, dieses Rollenverständnis zu unterstützen. Und ich glaube, dass es tatsächlich dazu beitragen wird, dass die 112 ihre Aufgabe besser erledigen kann und die 116, 117 ihre Aufgabe auch besser erledigen kann, sodass tatsächlich auf diesem Wege eine Effizienzsteigerung möglich ist. Das wären meine Perspektiven für die nächsten 10 Jahre. Effizienzsteigerung, knappes Geld, Ressourcenschonung und Mangel und so weiter und so fort. Also als Außenstehende, und die Frage taucht ja immer wieder auch auf, würde man sagen, ja, legt die Nummern doch einfach zusammen, macht eine Nummer draus. Wir hatten ja heute auch schon gehört, es war schon am Anfang schwierig zu unterscheiden, muss ich jetzt die 117 oder die 116 wählen. Legt die zusammen, legt die Leitstellen zusammen, macht einfach eins, dann braucht ihr insgesamt weniger Personal. Herr Starke, wie sehen Sie das? Ich glaube, wir müssen einfach sagen, Herr Lang, insofern bin ich nicht Ihrer Meinung, wir sollten flexibel bleiben. Das heißt auch, wir sollten, wenn wir in die Zukunft gucken, auch sagen, wir schaffen jetzt nicht etwas, was heute oder was in den nächsten 100 Jahren 150-prozentig ist. Das machen vielleicht die Datenschützer, die sich ständig etwas überlegen, was alles passieren kann. Das ist aber in der Praxis, können wir und sollten wir das gar nicht tun, weil wir dann schon wieder uns in vielen Detailfragen verheddern und zu gar nichts kommen. Ich glaube, wir können heute technisch die 112 und die 116, 117 wunderbar vernetzen. Das ist überhaupt gar kein Problem und das ist auch schon geschehen in einigen Ländern. Und das ist schon mal einmal auch wichtig. Denn wenn wir anfangen und sagen, wir machen eins, dann wird dem anderen, und das ist heute schon manchmal angeschnitten worden, schon wieder irgendwo etwas weggenommen, was er mühselig in den letzten Jahren aufgebaut hat. Denken Sie an die 116, 117. Die muss ich dann abgeben, weil es jetzt alles auf die 112 wieder geht. Wir sollten auch mal gucken, Kopenhagen funktionierte nicht mit einer Nummer. Die haben schon wieder die zweite Nummer wieder genommen. Und da mag es andere Gründe auch sicherlich mit dazugekommen sein. Ich glaube, wir sollten uns nicht verzetteln in Fragen, wo wir möglicherweise viel zu lange diskutieren, sondern sollten einfach mal die wichtigen Punkte herausnehmen. Was brauchen wir? Und wenn wir auch miteinander reden, wir müssen uns ja jetzt auch erstmal aneinander gewöhnen. Und wir haben viele Partner in diesem ganzen System. Ich will gar nicht nur auch die Intensivmediziner nennen, die die Notfallversorgung natürlich auch aus ihrem Beruf völlig anders sehen als wir. Und für die ist jeder Fall ein Notfall, weil aus jedem Fall, und sei er noch so klein, aus einem Schnupfen auf einmal auch etwas ganz Gefährliches werden kann. Und da verzetteln wir uns in der Diskussion. Und insofern, glaube ich, sollten wir diese Struktur langsam aufbauen. Wir sollten einzelne Teile nehmen, damit wir damit schon arbeiten können. Und dann können wir in 10 Jahren oder in 15 Jahren immer noch sagen, was würde dann jetzt noch weiter verbessert werden können und ist dann vielleicht die. Aber das sollten wir jetzt erstmal wegschieben, weil wir sonst nicht dazu kommen, etwas zu verändern. Und ich möchte sagen, im Gesundheitswesen sind wir bereits an die Wand gefahren. Die Politik hat jahrzehntelang, hat die einfach nur zugeguckt, wie wir im Sinkflug waren. Und ein Flugzeug, was stundenlang sinkt, kommt irgendwann unten an. Und das sind wir. Wir sind jetzt unten. Wir brauchen jetzt Lösungen. Und das merken wir. Wir haben keine Personalressourcen mehr, die wir einsetzen können. Überhaupt das Ganze, wo wir die ausgebildeten Kräfte, die laufen uns im Moment auch durch die Pandemie irgendwo auch weg. Die sind auch überlastet. Das sind doch alles Dinge, die können wir doch nicht einfach unter den Teppich schieben. Und wir können auch nicht einfach jeden nehmen und sagen, mach du das mal. Du kannst jetzt Gemeindesanitäter werden und kannst entscheiden, ob das ein Notfall oder nicht ist. Das geht jetzt gar nicht. Das erinnert mich fast an die Diskussion, als man sagte, wir können die ganzen Asylbewerber, wenn sie keine Arbeit haben, ja in die Pflege schicken. Nee, so einfach ist es nicht. Und das ist fast eine Beleidigung für die vielen Pfleger, wenn man einfach sagt, wir nehmen die, die wir im Moment nicht gebrauchen können und schieben die dorthin. So einfach geht es eben nicht. Und deswegen glaube ich, sollten wir Schritt für Schritt gehen. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Die Sorge der anderen könnte dann natürlich sein, bei diesem Sinkflug nicht noch mit nach unten gerissen zu werden. Das klang ja bei Ihnen, Herr von Kaufmann, vorhin so ein bisschen an. Die Probleme des Bereitschaftsdienstes sollen nicht bei Ihnen hängen bleiben, richtig? Also sehen Sie da einen Ansatz? Naja, klar sollen die da nicht hängen bleiben. Ich sehe nur keinen Ansatz, wenn wir den Bereitschaftsdienst mitmachen, habe ich exakt dieselben Probleme. Also es ist ja nicht lösbar. Und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, glaube ich, ist es richtig, dass wir und spezialisieren, es hat jeder tatsächlich sein Portfolio. Ich finde das super, wenn wir uns vernetzen, wenn wir miteinander zusammenarbeiten, aber es sind
aus meiner Warte raus tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Unternehmensfelder, möchte ich mal sagen, die auch anders bestückt werden können. Und die haben sicherlich Überschneidungen und mit denen müssen wir klarkommen und die müssen wir steuern können. Aber aus meiner Warte raus geht auch der Trend jetzt in der 112-Leitstelle in eine andere Richtung. Ja. Und ich finde, da muss ich Ihnen recht geben, es ist halt einfach jetzt an dem Punkt, wo es so auffällig wird, dass wir jetzt hinterherlaufen. Also wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen können, wir steuern pfiffig irgendwas ein oder reden über Effizienzen, sondern wir sind meiner Ansicht nach jetzt da angekommen, wo wir Notlösungen schaffen müssen. Und das sage ich auch ganz dreckig. Und insofern sind solche Denkansätze, wo setze ich Pflegekräfte und wen setze ich für die Pflege ein, logisch, also auch für einen Politiker, das zu fordern und zu sagen, weil es halt eine schnelle Lösung bringt, aber nicht nachhaltig. Und das wird das Problem werden der Zukunft oder zumindest der nächsten Jahre. Es muss in beiden Bereichen aufgebaut werden. Und es bringt nichts, wenn ich sage, ich mache den KVB-Dienst mit dazu. Ich brauche ja Mitarbeiter, die das besetzen. Die bieten ein völlig anderes Portfolio oder Aufnahmespektrum als die ich klassisch bei mir in der Leitstelle drin habe. Die muss ich rekrutieren, die muss ich ausbilden. Es wird nicht jeder einfach rüberkommen. Es sind andere Strukturen, andere Techniken dahinter. Und ich finde diese Diskussion immer sehr, sehr kurz gegriffen in vielen Bereichen. Und da muss man enorm aufpassen, was man tatsächlich tut. Weil wir legen dort auch Bausteine für die nächsten Jahre und stehen dann vor dem nächsten Punkt, der wieder gescheitert ist. Und insofern sollten wir da tatsächlich vorsichtig in diese Diskussion reingehen und versuchen, um nachhaltige Lösungen zu ringen. Und dann ist es mir lieber, wir koppeln uns mit Logistikern kurz, die tatsächlich auch mal andere Ideen, andere Perspektiven mit reinbringen, als dass wir ständig versuchen, dieses tote Pferd wieder zum Leben zu erwecken und denen nochmal die Sporen reinzutreten. Das haben wir jetzt über Jahre lang gemacht. Das wird nicht mehr das Ziel sein können. Das kriegen wir nicht hin. Als irgendwann nicht mehr aufsteht. Um Wasserfahrzeug wegzukommen. Ja, Transportmittel. Dr. von Stillfried, Sie befassen sich ja im Grunde Tag ein, Tag aus damit, auch unter anderem, diese beiden Felder zusammenzubringen. Wie bewerten Sie die bisherigen Äußerungen zu dieser Frage des Zusammenlegens? Ich glaube, da haben wir ganz viel Potenzial, das wir noch ausschöpfen müssen. Ich wollte aber ganz kurz auch noch mal darauf hinweisen, diese Problematik des toten Pferdes, glaube ich, die ergibt sich auch daraus, wenn man mal guckt. In unseren Daten können wir identifizieren, dass wir ungefähr 200 Millionen Akutfälle pro Jahr haben. Und natürlich gehen die zu niedergelassenen Ärzten und nicht alle zwingend in Notaufnahmen. Das sind dann 20 Millionen pro Jahr, über die wir da diskutieren. Ein Teil davon ruft vielleicht auch die 112 unberechtigterweise an. Aber ich sehe in diesen 200 Millionen ein riesiges Reservoir an sozusagen problematischen Fällen, die steigende Erwartungshaltung haben und möglicherweise diese Strukturen der Notfallversorgung dann unter Überschätzung ihres eigenen Bedarfs sozusagen für sich in Anspruch nehmen wollen. Und wir werden das Problem, was wir haben, ist, dass wir mit allen Verbesserungen, die wir anbieten, im Grunde genommen auch ein bisschen wieder dieses Reservoir anstechen und die Erwartungshaltung steigern, sodass aus meiner Sicht eben gerade deshalb es so wichtig ist, noch stärker perspektivisch auch auf die Rollenabgrenzung hinzuarbeiten. Aber was können wir jetzt schon kurzfristig tun? Also wir arbeiten im Augenblick daran, jetzt akut Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Das fängt an mit dem Warteschlangenmanagement. Also die Frage, wie viele Fälle haben wir denn eigentlich in der 116, 117 Warteschlange, in der telefonischen Warteschlange, die tatsächlich eigentlich eher schneller drankommen sollten und möglicherweise dann die sind, die sich auch als besonders dringlich einschätzen und wenn es nicht sofort vorwärts geht, dann die 112 anrufen und bei ihnen sozusagen Probleme bereiten, weil sie eigentlich da gar nicht hingehören. Ich glaube, da sind wir jetzt dran und hoffen, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorne machen können. Auch das ist ein Projekt, was jetzt nicht in Monaten, sondern eher in 2 bis 3 Jahren dann abgeschlossen sein wird. Aber deswegen ist es sozusagen in dieser 10-Jahres-Periode, über die wir sprechen. Wir bemühen uns um die Verbesserung von der digitalen Selbsteinschätzung, direkt auch zur digitalen Terminbuchung zu kommen. Und das umfasst auch die Möglichkeit der digitalen Fernbehandlung, entweder per Video oder vielleicht auch per Telefon.
Auch da sind, glaube ich, viele neue Möglichkeiten drin, die jetzt natürlich nicht unbedingt ärztliche Ressourcen einsparen, aber unnötige Arbeitszeit rumfahren beispielsweise, aber auch eine schnelle Abklärung, wie dringlich ist denn jetzt wirklich eine Situation, ermöglichen. Und an dieser Stelle, glaube ich, gibt es noch ein großes Potenzial, die Reichweite der 116, 117 zu verbessern. Und wenn es dann noch gelingt, die Fälle, die dann jeweils in den anderen Bereich gehören, schnell und unproblematisch mit einer Sicherung oder einer gesicherten Rückinformation, was mit dem Fall passiert ist, zu übergeben, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Die 116, 117 wird digitaler, wie Sie gerade schon dargestellt haben und auch Dr. Giebes vorhin schon. Wie sieht das aus der Sicht des Fachverbands Leitstellen aus? Spielt die Telefonie bei Ihnen in 10 Jahren noch eine Rolle? Oder sind das alles Apps und Internet, weil eben auch die Erwartungshaltung in diese Richtung gehen könnte? Ich muss mal gleich 2 Dinge korrigieren. Also ich bin ja nicht der Vertreter davon, die 116, 117 zugunsten der 112 zu streichen, sondern es sollen schon beide Nummern erhalten bleiben. Okay. Einfach auch um die Dringlichkeit unterscheiden zu können und die Mehrwertdienste, die Dr. Giebes dann erwähnt hat, ja auch noch sicherstellen zu können. Das wollte ich Ihnen auch nicht unterschieben, nur das Zusammenlegen der Leitstellen war das Stichwort. Ja. Und wir sprechen ja auch über Effizienz, aber ohne bisher konkret geworden zu sein. Und für mich wäre zum Beispiel auch ein Mittel der Effizienzsteigerung, dass der Rettungsdienst, also dass der Notarzt mal ein Rezept ausstellen kann und das auch vergütet bekommt. Warum machen wir sowas nicht? Ne? Warum kann er nicht eine Einweisung schreiben im Krankentransportwagen? Warum muss dann der kassenärztliche Notdienst vorbeikommen und eine Einweisung schreiben? Also das sind Dinge, die kann man durchaus effizienter gestalten. Und das sind jetzt hier 2 konkrete Beispiele, die man anpacken muss. Also Sie fragt nach Digitalisierung. Den Notruf ausschließlich über Telefon gibt es nicht mehr seit 1,5 Jahren. Also wir haben die Notruf-App Nora und alle Leitstellen bundesweit sind inzwischen an dieses System angeschlossen. Und wir sind im Moment dabei, die Dinge in die Leitsysteme zu integrieren. Das wird dann noch so 1,5 Jahre dauern, denke ich mal, bis dann die Systemhersteller hinterher Zugang haben. Also da sind wir schon dabei. Und ich habe es auch vorhin gedacht, da komme ich nochmal auf Dr. Giebes zu sprechen, als er diese 116, 117 App zeigte, warum packt man diese Dinge nicht in eine App, medizinische Notfall-App, und innerhalb der App wird dann entschieden, nach den Eingaben, in welchem Bereich bewege ich mich. Tippe ich auf Feuer, lande ich bei Feuer, und ansonsten werden vielleicht medizinische Symptome abgefragt und dann werde ich in diese Versorgungsschiene über diese eine App angewiesen. Jetzt muss ich wieder 2 Apps runterladen, mindestens, um zurechtzukommen. Wobei die 116, 117-App schon auch den Hinweis gibt, die 112 anzurufen, wenn es eben im Fragenkatalog sich herausstellt, dass das akut ist. Schließen sich wieder die Kreise, dann jetzt zu Herrn Paquet. Die Frage ist, sind wir wirklich schneller? Weil wenn man hinter die Kulissen schaut, wir Leitstellen unterliegen zum Teil europäischer Normgebung. Und wenn dort was kommt, müssen wir schnell sein. Das ist so wie diese Ordnungsmöglichkeiten, AML und so weiter, die uns jetzt zur Verfügung stellen. Das ist recht schnell und ist auch bundesweit umgesetzt. Aber solche Dinge wie die Einführung einer App, das war ein ewig langer Prozess, diesen Notruf-App Nora einzuführen. Und wir haben bis heute zum Beispiel kein Netzwerk, wo die Leitstellen untereinander kommunizieren können. Nicht mal innerhalb der Bundesländer. Also da sind wir doch nicht ganz so schnell, sobald wir dann in die föderalen Strukturen eintauchen. Also da sind sie dann deutlich schneller und jetzt hier deutlich voraus. Ne? Wir hatten uns ja auch schon kennengelernt. Ich war leider nur online dabei in der letzten EGLN-Sitzung, oder die vorletzte war es, wo sie das System vorstellten, wie der TI-Messenger arbeitet mit Matrix. Und das ist natürlich faszinierend, was sie dort schon auf die Beine gestellt haben. Da sind wir meilenweit entfernt, ja. Das ist die Digitalisierung. Also Licht und Schatten auf beiden Seiten. Genauso führen wir ja ein, dass zum Beispiel auch Krankenhäuser oder Arztpraxen ihre Krankentransporte online bei uns anmelden können. Das sind alles Dinge, die werden gemacht, zunehmend. Also Digitalisierung ist ein Thema und die schreitet auch fort, aber eben nicht ganz so schnell, wie man das möchte und auch nicht flächendeckend, weil wir eben 230 Leitstellen haben, nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in Deutschland. Nicht ganz so viele KVen gibt es und doch ist es ja auch ein föderales System und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es schon gängige Praxis ist, dass oft KVen erstmal so ihr eigenes Ding entwickeln und jeder denkt,
unseres ist das Beste und wird sich dann bundesweit durchsetzen. Inwieweit ist das jetzt auch ein denkbarer Weg zu sagen? Also Sie hatten vorhin ja auch diesen kleinen, eingegrenzten Markt als Problem oder als Herausforderung angesprochen. Es muss ja auch attraktiv für die Anbieter, für die Hersteller, Softwareentwickler und so weiter sein. Inwieweit können Sie hier voneinander lernen, also da auch einen größeren Markt vielleicht gemeinsam gestalten? Aber inwieweit stört eben auch diese Kleinteiligkeit in diesen drei Gruppierungen? Also ich muss auch sagen, wenn also jetzt unsere Runde, in der wir hier zusammensitzen, dazu führt, dass wir in Deutschland einheitliche Systeme, ein einheitliches System kriegen, dass jeder, der in seinem Bereich etwas aufbaut, gleichzeitig dran denkt, ist das auch gut für alle, dann werden wir tatsächlich schon mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter, denn wir haben eine solche Vielzahl, Sie haben das gerade schon erwähnt, die uns auch wieder ausbremst auf der einen Seite. Und es kann auch nicht sein, dass wir an den Landesgrenzen auf einmal einen Strich haben und auf einmal geht's auf der anderen Seite, wird ein Patient ganz anders behandelt. Wir haben ja in Hessen zumindest auch mal eine Plattform, die wir sowieso ja schon seit 10 Jahren nutzen, dieses Ivena, was wir auch dazu nutzen können, auch miteinander uns austauschen zu können und Befunde weiterzugeben, auch Patienten letztendlich mit einer Diagnose oder zumindest einer Arbeitshypothese oder Verdachtsdiagnose an die Stelle, an den Arzt, die Ärztin oder die Institution weiter zu vermitteln, wo sie auch optimal behandelt wird. Ich möchte als Beispiel die Palliativmedizin nehmen, weil die so klar und deutlich ist. Ein Mensch, der palliativ medizinisch versorgt wird, vielleicht schon eine Patientenverfügung hat, das liegt alles vor und jetzt fällt er hin und hat irgendetwas und wird dann häufig tatsächlich ins Krankenhaus gebracht, noch nicht mal in ein Krankenhaus, die palliativmedizinische Erfahrung haben, sondern einfach ins nächste, weil alt und gebrechlich, da kann ich gleich das nächste beste Krankenhaus nehmen, was da sozusagen in der kürzesten Entfernung da liegt. Aber den Patienten tun wir damit keinen Gefallen. Deswegen ist es wichtig, einfach auch immer wieder auch auf die Transparenz hinzuweisen und zu sagen, so ein Patient würde jetzt bei uns in Zukunft sozusagen sofort an einen palliativmedizinisch weitergebildeten Arzt kommen und der könnte dann immer noch sehen, was er damit macht. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber vor allen Dingen jetzt für uns an alle hier auch einfach mal zu sagen, wenn ich was Neues einführe in meiner Leitstelle, bitte frage ich mal an, selbst wenn ich es noch so schön finde, bitteschön, ist es etwas, was wir ausstreuen können für alle oder sollen wir uns tatsächlich mal irgendwann mal einigen und etwas tun, was sozusagen zumindest mal für Deutschland dann richtig ist. Natürlich muss es auch zu europäischen Richtlinien passen, aber dann wird es ja noch schwieriger, weil wir im Moment ja im Föderalismus stecken. Wir hatten ja gerade die Anspruchshaltung, was die Kommunikationswege angeht, schon angerissen mit dem Thema Digitalisierung. Aber es ist ja auch inhaltlich so ein Thema. Also ich nehme an, auch in München wird es einen Haufen Anrufe geben von Menschen, die eigentlich gar nicht so streng genommen medizinisches Problem haben, sondern beispielsweise einsam sind oder vielleicht auch jemanden auf der Straße gesehen haben, der obdachlos ist und aus irgendwelchem Willen heraus eben bei ihrer Nummer anrufen. Ist das etwas, wo für Sie auch hier in diesem Kreise Ideen haben? Brauchen wir noch zusätzliche Angebote, beispielsweise in der Daseinsfürsorge? Ist das etwas, wo auch Sie noch einen Beitrag leisten können? Oder sagen Sie auch da müssen wir klar abgrenzen, das ist nicht unseres, aber wir hätten Ideen? Lange Frage. Oh, fiese Frage. Also dürfen Anrufe Sie auch gerne weitergeben, wenn Sie möchten. Nein. Ich werde jetzt hier mit meinem Oktoberfestwissen glänzen und dann. Also die gibt es ganz bestimmt. Also gerade eine Großstadt hat ja viele solche Menschen, die einfach vereinsamen und dann irgendwas tun müssen wollen oder sich als krank empfinden und dann, klar, die Nummer kennt jeder, niederschwellig die 112 anrufen und dann den Leitstellendisponenten eigentlich von der Arbeit abhalten, um es mal böse zu sagen. Und das ist ja auch nicht immer verkehrt. Also ich glaube schon, dass wir sehr niederschwellige Systeme haben, wo nicht mal ein Arzt, auch nicht ein Gemeindesanitäter notwendig ist. Und das ist aber ein Thema, was man relativ locker lösen kann, wenn man dann halt sagt, okay, ich kann den weitervermitteln. Ich gebe den jemand, wo er dann auch das Gefühl hat, Schutz zu finden. Und das kann nicht immer das Sozialreferat sein, was ja letztendlich dann die eigentlich zuständige Stelle ist für verwahrloste und einsame Menschen, sondern das kann auch irgendein anderer. Was haben die Kopenhagener? Haben so einen eigenen psychologischen Dienst, der dann rausfahren kann, so einen eher sozialen Dienst, der dann dort auch nach dem Rechten sieht und Kontakte aufbauen kann. Das meine ich eben mit Vernetzen. Es gibt ja auch schon städtische Strukturen, es gibt Streetworker, es gibt Leute, die sich mit solchen Menschen beschäftigen.
Und dazu sagen, da bauen wir jetzt was Neues, obwohl wir eigentlich woanders schon Strukturen haben, ist halt schade. Und ich glaube, dass wenn wir über Vernetzung reden, über Digitalisierung reden, sollten wir auch Systeme, die schon vorhanden sind und die uns da weiter unterstützen und helfen können, auch tatsächlich nutzen. Und da den Schritt vorwärts zu gehen, das verstehe ich jetzt unter Digitalisierung in der Stadt und Smart City. Das sind ja auch exakt die Themen, die ich eigentlich haben möchte, wenn ich einen Lebensraum in München attraktiv gestalten möchte. Und das sollten wir uns sehr stark erhalten. Ich bin übrigens kein Fan von einer bundeseinheitlichen Software. Das, was ich gemeint habe, ist letztendlich auch, dass wir, wenn wir gucken, es gibt nur 9 namenhafte Hersteller von Einsatzleitsystemen. Mehr würden mir zumindest nicht einfallen. Vielleicht weißt du noch den einen oder anderen mehr. Und es gibt dann nochmal 3 Projektierer, die große Leitstellenprojekte bewältigen. Die vergessen unter Umständen auch die Städtenamen auszutauschen. Also merkt man schon, wie borniert und stark eingefahren das ist. Und mir geht es darum, dieses System aufzubrechen, also andere Eindrücke zu kriegen, Herausforderungen zu suchen. Und da muss ich uns schon auch bei der eigenen Nase packen. Also wir löschen, seitdem es Feuerwehren gibt, mit Wasser eigentlich Feuer. Und so sind wir auch gestreamt und das ist auch richtig so. Also wir wollen ja auch Sicherheit durch Erfahrung bieten können. Und insofern sind wir natürlich sehr stark auch in der Vergangenheit fokussiert. Wir müssen auf der anderen Seite eben auch gucken, dass wir irgendwann auch mal die Schritte Richtung Digitalisierung laufen. Und da hast du völlig recht, da stellen wir uns oft das eigene Bein dadurch, dass wir halt so, das kann man, deutsch sind, also overengineered, wie man so schön sagt, das sagt man uns auch nach, da hängen wir einfach auch im Vergleich zur Industrie oder auch zu anderen Ländern extrem nach. Und da müssen wir schneller werden, da müssen wir in einen deutlich offeneren Diskurs reinkommen, dass wir da auch die Chancen nutzen, die es am Markt bietet, ohne jetzt unsere Sicherheit abzugeben. Das ist in Ordnung, da profitiere ich ja auch davon. Aber da stehen wir jetzt, glaube ich, einfach in einer Sackgasse, wo halt wenige Auftragnehmer, wenige Projektierer und wenige Hersteller zusammenarbeiten. Und das führt eher in die Sackgasse und in eine nicht besonders sich befruchtende Weiterentwicklung der digitalen Strukturen und der Vernetzung untereinander. Dr. von Stillfried, dieses Phänomen solcher Anrufe kennt ja nicht nur die 112, sondern auch die 116, 117 und im Übrigen ja auch die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte ganz besonders, dass sie eben auch diesen Teil der gesellschaftlichen Arbeit mit übernehmen. Können Sie uns da einen kleinen Einblick zu geben, so wie die Dimensionen sind? Ich überfalle Sie jetzt ein bisschen mit dieser Frage. Die Frequent User, ja, da habe ich ehrlich gesagt noch keinen richtigen Überblick darüber. Wir beginnen ja jetzt auch einen Fortschritt der Digitalisierung, diese Daten zunehmend auswerten zu können, aber einen bundesweiten Überblick habe ich nicht. Da müssten wir tatsächlich schlaglichtartig aus den KVen mal Hinweise kriegen und das ist mit Sicherheit natürlich auch unterschiedlich. Also in Berlin beispielsweise, typische Großstadtsituation, ist das Problem wesentlich gravierender. Und wenn man mit der Terminservicestelle in Berlin spricht, dann ist es ja nicht nur so, dass es teilweise schon die bekannten Kunden gibt, sondern es gibt eben auch unterschiedliche Stadtteile mit unterschiedlichen Problemen. Und wenn der Anruf aus Neukölln kommt, ist er meistens anders, als wenn er aus Dahlem kommt. Also das kommt ja noch dazu, sodass man es, glaube ich, gar nicht so einfach auf jetzt nur die, ich sag mal, klassische vereinsamte oder verwahrloste Person reduzieren kann. Aber ich glaube, was insgesamt deutlich wird, ist, dass auf diesen Bereich, der ursprünglich ja sozusagen sehr stark fokussiert war auf die unmittelbar lebensbedrohliche Situation, dass sich darum immer mehr anreichert an unterschiedlichen Fragestellungen und die Abgrenzung eben auch sehr schwer fällt, weil natürlich jemand, der Aufmerksamkeit erreichen möchte, auch mal in der Lage ist, das Telefonat so zu führen, dass man eben gezwungen ist, beispielsweise einen Rettungswagen rauszuschicken oder dass eben Personen sich mit diesem Fall befassen müssen, obwohl absehbar ist, dass es eigentlich eine Fehlleistung des Systems wird unter Effizienzgesichtspunkten. Ich glaube, dass wir uns mit dieser Frage eben in den nächsten 10 Jahren noch viel intensiver beschäftigen müssen, auch deshalb, weil wir natürlich eine Bewegung in die Städte haben, eine Vereinsamungstendenz bei den Älteren und bei den weniger
gut Situierten feststellen müssen und eben der Anteil der Personen, die sich dann mit allen möglichen Bedürfnissen an das System wenden, mit Sicherheit steigen wird. Sodass also, glaube ich, ohne jetzt da eine definitive Antwort zu haben, glaube ich, das einfach ein wichtiges Arbeitsgebiet der nächsten 10 Jahre ist. Vielen Dank, Dr. Starke. Sie wollen wahrscheinlich aus hessischer Sicht ergänzen. Nein, gar nicht aus hessischer Sicht. Ich wollte noch mal sagen, uns passiert natürlich hier jetzt auch schon genau dasselbe, was uns ja auch in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Diskussion passiert, dass wir über Dinge reden und uns vielleicht doch tatsächlich falsch verstehen. Wir haben gerade uns falsch verstanden. Ich bin vielleicht auch falsch verstanden worden, wenn ich sage ein System, denn ich bin mir auch darüber im Klaren, dass das natürlich auch wieder ein ganz, ganz dickes Brett ist. Aber ich glaube, dass wir trotzdem regional darauf achten müssen, dass wir überall auch in neuen Systemen, die eingeführt werden, es gibt ja selbst Länder, die unterschiedliche Systeme in ihren Leitstellen vorhalten, dass dann zumindest aber die Schnittstellen so sein müssen, dass man das in irgendeiner Weise verbinden kann. Wir brauchen irgendwann eine Verbindung. Wir müssen einfach auch irgendwann mal eine einheitliche Sprache sprechen. Dann kann ich von mir aus die Oberfläche so machen, wie ich will und wie ich sie schön finde. Nur es muss verbunden werden können. Und ich will als Beispiel auch mal sagen, warum wir mit der einheitlichen Sprache uns oft selbst ein Bein stellen. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn die Politik uns einfach hinwirft, wir brauchen eine 24/7 Notfallversorgung. Wir haben im GBA mal gefragt, ich habe mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Notfall? Da kriegte ich aber keine Antwort, denn jeder hat als Notfall, sieht er etwas anderes. Derjenige, der morgens um 3 Uhr einfällt, mein Blutdruckmedikament ist alle, aber um 7 geht mein Flieger nach Mallorca, für den ist das ein Notfall. Denn ich muss doch morgen um 8 Uhr meine Tablette nehmen und habe sie nicht mehr. Aber das ist kein Notfall, wie wir ihn definieren und erst recht nicht, wie ein anderer vielleicht definiert. Und genau deswegen müssen wir uns sehr genau um eine klare und deutliche Sprache bemühen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns ganz am Anfang stellen müssen. Worüber reden wir überhaupt? Und insofern würde ich hier auch eher von der Akutversorgung reden, denn der Notfall, die Hirnblutung, der Herzinfarkt, da denke ich, steht Deutschland immer noch gut da. Und selbst wenn manchmal ein Patient 5 Minuten länger im Notarztwagen sitzt, aber er kommt doch hoffentlich an die richtige Stelle. Gemeinsame Definitionen. Wir haben auch gerade schon gehört, gemeinsame Technik unter Umständen oder gemeinsame Kommunikationswege. Wie sieht es denn aus mit gemeinsamen Daten? Weil wir haben es ja gerade bei Dr. von Stillfried schon anklingen hören und zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch in der Gefahrenabwehr. Ist das ja auch so ein Thema, dass man sagt, man muss eine einheitliche Datengrundlage haben, um auch Daten austauschen zu können. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Und dann horchen wir auch noch mal auf die F6, F7-Seite. Sie haben sich ja witzigerweise auch schon nach Nummern aufgeteilt mit den Tischen. Herr Lang, möchten Sie den Anfang machen? Vielleicht beginne ich. Herr Dr. Starke hat im Prinzip ja dieses Problem angesprochen. Was ist ein Notfall? Und da sind wir bei diesem übergroßen Wort Gatekeeping. Der Anrufer weiß nicht, ist es ein Notfall, ist es kein Notfall für ihn, ist es ein Notfall, für uns ist es kein Notfall. Und dann kommen wir dahin, dass ich eine zentrale Anlaufstelle brauche, die dieses Gatekeeping macht. Und die mir dann eben aber auch sagen darf, lieber Mensch, fahr mit dem Taxi in die nächstgelegene Notfallpraxis oder mit deinem Angehörigen am nächsten Tag oder mach einen Termin und so weiter. Das ist dieses Gatekeeping. Wir werden den Menschen dort draußen, die keine medizinische Vorbildung haben, niemals beibringen können, also bin ich zumindest der Meinung, das komplett auszudifferenzieren, um was für eine Art von Notfall oder Nicht-Notfall es sich hier handelt. Das ist ganz klar. Und da kommen wir zum Gatekeeping. Ja, Daten. Es ist natürlich so, ich glaube, das Thema ist gar nicht so komplex. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, nach welchen Daten Sie fragen. Wenn ich also in einer Leitstelle habe, habe ich eine einheitliche Datenhaltung. Es ist ja meine Datenbank. Sie in Ihrer Leitstelle? Wenn ich mich dann vernetze und diese Schnittstelle habe, die meinetwegen diese Universalschnittstelle sein kann zwischen den Leitstellen, habe ich eine Schnittstellenbeschreibung und die muss von beiden Datenbanken irgendwie bedient werden können. Das funktioniert ja dann auch. Also ich muss keine einheitliche Datenhaltung haben oder ich habe Ihre Frage falsch verstanden und Sie meinen ganz andere Daten. Na, es geht um noch weitere Vernetzung, also auch zum Beispiel überregional und dann der Austausch Bayern, Schleswig-Holstein und so weiter und so fort. Also wir haben ja ganz viele Beteiligte und unter Umständen ja noch mehr Beteiligte, weil wir vorhin das Thema Daseinsvorsorge angerissen hatten. Es kommen ja immer mehr dazu. Und um dann auch
Erkenntnisse zu ziehen aus dem, also was kann man daraus lernen gegenseitig und miteinander, könnte das ja notwendig sein, das auszubauen. Aber vielleicht sagen Sie ja auch, es ist schon alles da, was wir brauchen. Also ja, Daten, ja, es ist ja ein Datenfriedhof, unsere Datenbanken, also braucht man das wirklich alles? Aber wir tauschen die einsatzbezogenen Daten aus, diese Schnittstellenbeschreibung gibt es und die werden ausgetauscht und damit kann man arbeiten. Viel wichtiger ist, glaube ich, zum Beispiel, dass man mal aufschreibt, was wollen wir auswerten? Bekommen wir eine einheitliche Auswertung hin mit unseren Daten und bekommen wir dann vielleicht sogar bundesweite Daten hin über die Bundesländergrenzen hinaus? Im Moment bekommen wir es ja nicht mal hin, innerhalb eines Bundeslandes Daten zu erheben. Wir haben es gerade in Mecklenburg-Vorpommern versucht, wir haben ein Projekt angeschoben, in zwei Leitstellen die 11.6, 11.7, in zwei nicht polizeilichen Leitstellen die 11.6, 11.7 mit aufzunehmen ab 1.12. Und zur Evaluierung wollten wir bestimmte Daten erheben. Es ist nicht möglich, das zu bekommen, weil einmal kannst du die eine Seite nicht und das andere Mal kannst du die andere Seite nicht. Ne? Genau darauf wollte ich eben hinaus. Okay, was bräuchten wir dann? Dr. von Stillfried, im Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung befassen Sie sich ja sehr viel mit Daten. Ja, ich glaube, Herr Lang hat ja die operative Seite angesprochen des Datenaustausches. Da sprechen wir ja nachher nochmal dazu. In der Tat, ich glaube, da sehen wir demnächst deutliche Verbesserungen. Aber das wäre sozusagen der erste Schritt, um zum Beispiel auch beurteilen zu können, wie viele Anrufe kriegen wir denn eigentlich von einer Person auf die Nummer mal und dann auf die andere? Oder wie viele Fälle können wir eigentlich überhaupt sinnvoll hin und her geben? Da tappen wir im Augenblick noch im Dunkeln, weil wir tatsächlich das, was dann per Telefon passiert, gar nicht nachhalten und nicht mehr zusammenführen können. Also ich glaube, da haben wir sozusagen eine gute Perspektive für die Zukunft, dass wir dann auch auswertbare Daten bekommen. Aber ich glaube, das ist auch, wie alles im Gesundheitswesen, dann der nächste 10-Jahres-Zeitraum. Das, was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist, dass wir eigentlich unsere die abgespeicherten Prozesse mal zusammenlegen und vergleichen. Und da haben wir in der Tat noch große Schwierigkeiten. Die Bayern sind tatsächlich, glaube ich, einen kleinen Schritt weiter. Die haben eine bayernweite Möglichkeit, die Daten für den Rettungsdienst auszuwerten. Und da haben wir auch jetzt sozusagen als ZI den ersten Ansprechpartner in einem Projekt, wo wir dann gemeinsam versuchen, die Abrechnungsdaten aus dem ambulanten Bereich und die Einsatzdaten mal zusammenzuführen, um zu sehen, wie gut können wir die Versorgung in einer Region darstellen. Dazu würden dann die Daten aus der Telefonie kommen und eben aus dem Einsatzleitsystem der KV Bayerns. Auch das haben wir bisher auf unserer Seite noch gar nicht zusammengeführt. Also wir können zum Beispiel nicht nachverfolgen, was ist denn mit einem Anruf passiert, wie ist er eingeschätzt worden, was ist entschieden worden und was ist danach in der Versorgung passiert. Diese drei Schritte können wir immer noch nicht in unserem System zusammenlegen. Das heißt, wir haben da auch noch ganz viel Arbeit zu leisten, um dann aussagefähig zum Beispiel auch in Richtung Rettungsleitstellen zu sein, wie gut denn zum Beispiel bei uns ein Fall dann im Weiteren versorgt worden ist. Also da müssen wir noch Datenschutzhürden überwinden, aber auch einfach, ich sag mal, Trägheit im System, bis wir diese verschiedenen Datenbanken endlich zusammengeführt haben. Trägheit im System hatte Herr von Kaufmann ja auch schon erwähnt. Herr Starke, und dann möchte ich gerne auch noch kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich will noch mal eins noch sagen, wenn wir einfach mal auch außerhalb uns bewegen, außerhalb noch nach Deutschland, also raus nach Europa, dann müssen wir einfach mal feststellen, was machen denn die Länder oder was ist der Unterschied zu den Ländern, die es eigentlich ganz gut schon machen? Und dann werden wir feststellen, dass in diesen Ländern der Datenschutz etwas unverkrampfter ist als bei uns. Wir haben einen verkrampften Datenschutz.
der zum Teil auch schon dazu führt, dass Patienten geschädigt werden durch den Datenschutz. Das muss man hier an dieser Stelle sagen. Und wir dürfen noch nicht einmal bei uns im ärztlichen Bereitschaftsdienst jedem diensttuenden Arzt die Daten der Patienten geben, der da gestern angerufen hat. Wir haben genauso wie Sie Patienten, die uns 200 Mal im Jahr anrufen, weil sie irgendetwas haben. Das gibt es bei der 112 auch. Die haben die Nummer offensichtlich im Kopf und rufen da ständig an. Wir dürfen bei uns nicht sagen, die hat schon gestern angerufen und ist von dem so und so behandelt worden. Das geht aus datenschutzrechtlichen Dingen nicht. Das ist schon patientengefährdend. Und ich glaube, hier müssen wir einfach ran. Wir müssen auch mal mit den Datenschützern reden. Und diejenigen, die für die Digitalisierung verantwortlich sind, brauchen dringend eine Konferenz mit den Datenschützern. Und zwar mit jedem Datenschützer aus jedem Land in Deutschland. Denn in jedem Land haben wir andere Bestimmungen und andere Auslegungen des Datenschutzes. Und das kann es doch wirklich nicht sein. In Schleswig-Holstein haben wir es jetzt mit dem E-Rezept wieder erlebt, was dort einer sich da einfällt. Wir werden Digitalisierung nie so hinkriegen, dass sie 200% sicher ist. Es wird immer ein findiges Köpfchen geben, was da irgendwo einsteigt. Ja, und das können wir doch nicht ausschalten. Und deswegen glaube ich, dass wir hier dringend mit den Datenschützern reden müssen, aber die Datenschützer auch entkrampfen müssen. Ein Themenvorschlag für die 6. Kooperationstagung, Dr. Giebitz. Ich habe schon ein Signal bekommen, dass es den Wunsch gab, eine Frage oder eine Anmerkung zu geben. Hier gibt es in der Mitte Mikrofone. Gerne, Herr Müßig, wenn Sie schon mal loslegen möchten. Und wer auch gern noch eine Frage stellen möchte oder was ergänzen möchte oder wieder Worte geben möchte, kann sich sehr gerne auch schon Richtung Mikrofon bewegen. Muss ich schalten oder wird das geschaltet? Es ist geschaltet. Es ist geschaltet. Achso, ich dachte, es wird noch grün wieder vorne. Das finde ich ganz charmant. Ja, ganz vielen Dank für die Beiträge. Es zeigt mir eins. Ich habe mal in der Schule noch Mengenlehre gelernt. Ja, hier sitzen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und wenn ich so zuhöre, stelle ich fest, wir müssen eigentlich die Schnittmengen erstmal rausfinden, vielleicht noch ein bisschen größer machen. Und dann kommen wir einen ganzen Schritt weiter. Und ich finde das auch eine ganz spannende Entwicklung in den letzten 5 Jahren. Weil nachdem Sachverständigenrat und andere Probleme erkannt haben, war eine Tendenz in der Politik und in der Gesetzgebung, ich sag mal top-down, diese Probleme anzugehen und zu regeln. Dann kam vielleicht sogar ein bisschen zum Glück Corona. Und wir sind jetzt in einer etwas anderen Situation. Der Aufschlag ist gemacht worden. Im Moment sind all die Player im System und sprechen miteinander. Und wir kommen vielleicht von der anderen Seite und stellen fest, wir finden raus, wie wir mit und miteinander arbeiten, umgehen müssen, wo wir Probleme haben und können vielleicht sogar gemeinsam Richtung Gesetzgeber mal irgendwann schreiten sein. Das sind eigentlich die Änderungen, die wir brauchen. Nicht top-down, sondern von uns aus, von der Arbeitsebene haben wir festgestellt, damit es funktioniert, wie es funktionieren kann und können das vielleicht Richtung Gesetzgeber transportieren. Ich habe gerade ein paar Dinge noch mal mit aufgenommen, auch zu dem Thema Leitstelle, Zusammenarbeit, Zusammenlegen. Wir haben ja auch mit dem Zusammenlegen bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Ostwestfalen-Lippe hier bei Manofase ganz gute Erfahrungen gemacht. Das Projekt ist leider ausgelaufen aus eher Finanzierungsgründen. Wenn ich so den etwas größeren Blick mache, stelle ich fest, das ist vielleicht nicht schwarz-weiß. Das ist ein Thema, das ist in der ländlichen Region vielleicht anders zu betrachten als im großstädtischen Ballungsraum. Aber in der Tat sprechen wir da auch über Verzahnung. Und ich weiß es, dass wir planen es in Dortmund auch mit dem Thema Leitstelle und wollen mit der KV in den Dialog oder sind mit der KV in den Dialog gegangen, um zu gucken, macht es Sinn, dass da jemand mit in der Leitstelle sitzen kann. Dann bin ich wieder bei dem Thema Verordnung. Wenn ich einen Telearzt habe, nicht Notarzt, Telearzt habe, der kann diesen Part übernehmen. Komme ich mit der KV nicht klar, muss ich tatsächlich über das Thema nachdenken, kann der Telenotarzt Verordnungsermächtigung, heißt ja auch so, ne? Im KV-System könnte ja der Notarzt oder der Telenotarzt, der eine größere Region abdeckt, eine Verordnungsermächtigung bekommen für Medikamente, für Transport. Wir haben vor 3 Jahren mit dem BMG zusammengesessen über den damaligen Gesetzesentwurf. Da war man bereit, eine Regelung aufzunehmen und zu sagen, die Anordnung aus der Leitstelle ersetzt die Verordnung für den Krankentransport. Ja, ist auch in Ordnung. Und dann kann man etwas Sinnvolles im Gesetz an der Stelle ergänzen und die Dinge nach vorne bringen und sowas auch gemeinsam entwickeln, vor Ort etablieren. Wir haben fast flächendeckend ja mittlerweile dieses Thema Telenotarzt im Wachsen. Bei der niedergelassenen Medizin wächst die Telemedizin auch. Ein Durchlauferhitzer war Corona, muss man ganz klar sagen. Aber da können wir mittlerweile mehr und da können wir auch mehr raus schöpfen. Und das fände ich auch gut, wenn das mit Einfluss nehmen würde. Und ich habe gerade mal den Bereich nichtärztliches Personal noch mal mit aufgenommen. Wir diskutieren den Gemeinde, Klammer auf, Notfall, Klammer zu, Sanitäter, weil die Projekte, die wir bisher gesehen haben, ja zeigen,
Ja, das waren jetzt Notfallsanitäter, die das gemacht haben in Norddeutschland oder in der Aachener Region. Die haben aber 70-80% der Tätigkeiten sind pflegerisch. Also da muss ich dann wieder überlegen, mache ich dann nämlich dafür einen ausgebildeten Notfallsanitäter und bilde den zusätzlich aus in der ambulanten Versorgung oder nehme ich nicht jemanden aus dem Bereich MFA oder ähnliches und bilde den zusätzlich aus in der Qualifikation, lebensrettende Sofortmaßnahmen machen zu können und einen qualifizierten Notruf eventuell oder Mittel nachzufordern in der Situation. Und die Frage dran, die haben uns gleich die Kostenträger gestellt, muss ja nicht von der KV dann bezahlt werden, wenn er hauptsächlich diese Tätigkeiten macht. Und unser Ministerium sagt aber, wir finden das bei den Feuerwehren ganz gut untergebracht, dann ist er auch so schnell da, ne? Ich bin wieder bei den Schiffen, dann sitzt er auch auf dem vorderen Schiff. Also ich glaube, da gibt es genügend Gesprächsbedarf auch an diesen Themen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Giebes hat sich noch gemeldet. Ihnen gebe ich einfach direkt dieses Mikrofon schon mal. Ja, besten Dank, vielen Dank für die Diskussionsrunde und die Vorträge vorweg. Auf dem SGB V Schiff ist momentan das ganze Thema Telematik-Infrastruktur ein ganz großes Thema. KIM-Dienste, Messenger-Dienste, elektronische Patientenakte. In meiner Welt in 10 Jahren müsste eigentlich der Rettungsdienst auf elektronische Patientenakte zurückgreifen können. Der müsste auch in diesem System so angelegt sein, dass man ärztlicherseits untereinander kommunizieren kann, ohne dass da irgendein Unterschied festzustellen wäre. Und das wäre so die Frage an die Kollegen von der Rettungswelt. Tut sich da was? Werden Sie da angesprochen? Sind Sie da auf dem Weg? Sind da Gespräche? Wir nehmen diese ganze Entwicklung sehr autistisch wahr und haben den Eindruck, dass manche Akteure gar nicht mitgenommen werden in dieser Integration in eine gemeinsame Telematikinfrastruktur. Sind Sie in München schon mal angesprochen worden? Naja, klar tut sich was. Also es ist, wie wir schon oft sagen, es ist so in der Welt der 112-Betreiber, gerade wenn man so ein bisschen innovativ unterwegs ist, immer zu langsam und man kann schneller gehen. Aber da sieht man schon Entwicklungen und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Feld. Sie haben es ja schon gesagt, also der Austausch von Patientendaten ist ja die Basis für alles Handeln. Und ich sehe schon auch den Datenschutz kritisch. Also klar ist der transparente Patient, wie man so schön sagt, Lust wie Last. Um das ein bisschen böse zu formulieren, weil wir wollen ihn ja eigentlich so. Also wir wollen ja auch nachvollziehen können, wenn man ans RTW vor Ort kommt, welche Medikamente nimmt der, was ist denn seine Arztakte, auch der Notarzt braucht das. Das sind dann lauter solche Themen. Die Leitstelle muss es wissen wegen dem Abrechnen. Und insofern ja. Aber es ist vielleicht auch wie bei so einem Lagebild, es muss halt auch rollenorientiert sein. Also der Zugriff auf alle Daten von jedem kann auch nicht richtig sein. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die wir auch haben. Auf der einen Seite müssen wir da schneller werden und transparenter werden, aber eben auch dann standardisiert die richtigen Daten zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt und der richtige Weg dann. Dann hat man auch einen guten Kompromiss. Wenn ich dazu ganz kurz noch mal was sagen darf, wenn ich jetzt mal Dänemark nehme oder von mir aus auch Schweden, ich denke, da kann man schneller auf Daten zugreifen. Derjenige, der das aber unberechtigterweise tut, wird heftig bestraft und zwar richtig heftig bestraft, dass er das spürt. Das ist deren Sicherheit. Denn auf der anderen Seite kann ich auch vom Rettungsdienst ja nicht erwarten, dass der, wenn er einen Notfall hat, jetzt mal mit irgendwelchen Karten da herumhandelt und guckt, wie er da zwischen den Bergen irgendwo vielleicht auch noch eine Internetverbindung kriegt und dann seine Karte irgendwo einführt, um dann nach einer halben Stunde die Daten zu haben, dann ist der Patient gestorben. Also, hier brauchen wir ein viel, viel einfacheres Modell. Und ich bin auch dafür, dass man auch die Freiheit des Patienten selber ein bisschen einschränken muss. Denn mir nützen die Daten nichts, wenn der Patient andererseits was wegstreichen darf, von dem ich nichts weiß. Ja, das ist eigentlich so. Ich muss dann, wenn ich die Daten habe, auch sagen, das sind die Daten, die ich brauche und die habe ich. Ja, und ich glaube, das möchten auch die Menschen. Und derjenige, der das nicht möchte, der kann sich ausklinken und sagen, ich möchte das nicht. Dann haben wir davon von dem keine Daten. So einfach wäre es. Ich glaube, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland dem zustimmen würde und nicht ablehnt. Ja, vielen Dank. Das sind ja genau die Diskussionen mit Opt-out und Granularität der Patientenakte. Da wird gerade eine Kurzakte angedacht, ein Notfalldatensatz. Und ich denke, da müssen wir auch kooperieren, auch Ihre Sichtweise mit reinnehmen, damit es auch funktional für den Rettungsarzt später wird und nicht nur nach der Sicht SGB V, Krankenhaus und niedergelassene Ärzte.